Kröder mit dem Wein des Monats Januar 2024. Das muss ich üben, 2024. Das ist ganz neu. Und du hast dich entschieden, weil die Leute ja zu Silvester wahrscheinlich sich haben gut gehen lassen, vielleicht der ein oder andere doch einen leichten Kater hat, hast du dir überlegt, man muss auch mal, ich sag mal, dagegen arbeiten und etwas anbieten. Das werden wir gleich erfahren, was ganz speziell ist. Und wir können sagen, dass der Markt sich zunehmend auch diesem Bereich widmet. Grüß dich, Frank. Hallo Sven, ja, das war ja eine clevere Einführung. Viele Menschen wollen nach den Feiertagen, wenn sie zu viel gegessen haben, zu viel getrunken haben, zu gut gegessen und zu gut getrunken haben, auch mal ein Päuschen einlegen, Abstand vom Alkohol halten, also nicht Finger weg beim Alkohol, ne, sondern wirklich auf alkoholfreie Alternativen umschwenken. Und wir hatten zwar alkoholfreie Alternativen zum Wein, wie etwa unsere Prosecco hier, aber das ist ja kein richtiger Wein, sondern das sind eher Obstsäfte, die entsprechend interessant sind, mit Gewürzen verfeinert und sind aber nicht wirklich alkoholfreie Weine. Und jetzt habe ich endlich nach langer Suche ein Produkt gefunden, das mich total begeistert hat. Es kommt Gott sei Dank von einem Winzer, mit dem wir schon längere Zeit zusammenarbeiten, von Martin Korell, eigentlich ein Riesling-Spezialist, ein Riesling-Shootingstar, mehrfach Gewinner des Feinschmeckerpreises Riesling Cup. Und ihn haben wir auch schon mal hier vorgestellt im Wein des Monats. Aber jetzt haben wir einen alkoholfreien Sekt, der nennt sich Little Lion Zero. Ja, jetzt denke ich bei alkoholfreiem Sekt immer an diese Dinger, die es im Globus gibt, wenn du Kinderpartys hast. Die gibt's wirklich. Da gibt's so Kindersekt. Die haben dann keinen Alkohol. Die schmecken dann irgendwie nach Blueberry oder nach Erdbeer oder so, ja, irgendwas. Die sind halt auch ebenfalls aus, das sind sogenannte Obstweine, also aus Johannisbeersaft gemacht und so weiter. Aber das sind, Ich habe die mal probiert. Genau, ich habe die mal probiert, die also schmecken. Dann hatte ich natürlich so das erste Erlebnis mit Bitburger alkoholfrei, das allererste alkoholfreie Bier, das hieß, glaube ich, ich komme gar nicht drauf. Gründels, genau, Karlsberg. Hier Karlsberg, ja, aus dem Saarland. Und das war am Anfang so ein bisschen wie ein Schlag aufs Auge, also wo du dir überlegt hast, okay, geschmacklich ist das weit weg vom Original. Das ist ja gar nicht so einfach, weil der Alkohol ist ja halt mal auch, ich sag mal, Geschmacksträger. Absolut, ja. Also das erste alkoholfreie Bier war Clausthaler übrigens. Clausthaler. Ja, genau. Aber das erste wirklich erfolgreiche Bier hier im Saarland war halt das Gründels. Ja, du hast vollkommen recht. Alkohol ist ein Geschmacksträger. Und wenn man jetzt einem fertigen Produkt den Alkohol entzieht, da gibt es mehrere Verfahren, Umkehrosmose oder Vakuumverdampfung. Dann geht aber auch so viel anderes verloren an Intensität und Komplexität. Und das Problem liegt eigentlich immer auch darin, dass man das meistens mit Billigprodukten probiert hat, ja, weil man gute Weine nicht noch zerpflücken wollte. Und entsprechend niedrig war die Basis und dann waren letzten Endes auch die Endergebnisse nicht überzeugend. Und es gibt einige Spezialisten, die haben sich darauf kapriziert und die machen auch ganz brauchbare Sachen. Aber ehrlich, es hat wenig mit dem Original zu tun, so wie du das formuliert hast. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ihn nicht probiert. Ich wollte dich auch eben schon fragen, ist das wirklich dein Ernst? Ja, wirklich. Ja. Viele Menschen reden ja über den Dry January, wollen dann wirklich mal einen Monat oder die ganze Fastenzeit zwischen Fasching und Ostern mal komplett auf Alkohol verzichten. Aber sie wollen eben auch nicht oder nur ungern auf Geschmack verzichten. Und das hier ist wirklich ein extrem überzeugendes Produkt, ein deutscher Sekt, der aus den Rebsorten Rivana und Sauvignon Blanc gemacht ist. Also zwei wirklich aromenintensive Sorten. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen, riechen und schmecken lassen. Ja, meine Frau würde sofort die Frage stellen, ist es jetzt 0,5 maximal? Da gibt es ja irgend so eine Grenze, wo er sich alkoholfrei nennen darf. Oder ist es Zero?
0,0. Das ist vielen ganz wichtig, weil bisher war es ja immer so, dass zum Beispiel Clausthaler am Anfang hatten die ja, glaube ich, 0,5. Und Leute, die da wirklich keinen Bock drauf haben, wie meine Frau zum Beispiel, die sagt, muss 0,0 sein, die trinkt sich jetzt einen Wolf an diesem gelben Bitburger Zero mit irgendwie Zitrone drin, weil das 0,0 ist, heißt auch 0,0. Ja, ja. Und das hier heißt ja auch Zero. Das heißt, das heißt. Wirklich Zero. Also das 0,0 heißt ja auch. Also es bewirbt ihn auch der Martin Korell, wirklich ein Winzer, den ich sehr, 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 sehr schätze. Ein intelligenter Winzer, ein sehr ambitionierter Winzer, ein Winzer, der also mit 7 Meilenstiefeln Verbesserungen erreicht in seinen Sortimenten, der aber auch neue Wege geht. Wir hatten ja jetzt schon zweimal einen Wein vorgestellt, einmal den Rosé Fumé, kannst dich vielleicht erinnern, und letztes Jahr auch den Sauvignon Blanc Fumé. Sensationell. Wirklich sensationelle Weine, wo er experimentiert hat und ich die Weine so toll fand, dass ich die ganze Produktion aufgekauft habe. Also es wird mir hier nicht gelingen, weil hier hat er auch schon ein bisschen größer aufgehängt, die Produktion, ist auch nicht ganz alleine auf seinem Mist gewachsen, sondern er hat befreundete Winzer an diesem Projekt beteiligt, die liefern die Trauben, aber er macht letzten Endes dieses Produkt. Also ich würde dich wirklich mal bitten, normalerweise darf ich ja nur dran schnuppern, ich würde aber während des Videos auch mal gerne trinken, weil das interessiert mich jetzt so sehr, also denn viele trinken ja keine alkoholfreien Produkte, weil sie einfach so teilweise, wie du eben gesagt hast, nicht gut gemacht sind, dann sagen die, ich mache doch nicht so einen Wein kaputt. Wie kriegen die denn jetzt den Alkohol raus? Ist dir das bekannt oder ist das ein Geheimnis? Ja, also es ist Umkehrosmose, das ist das schonendere Verfahren im Gegensatz zur Vakuumdestillation oder Vakuumverdampfung. Und muss man wirklich viel Erfahrung haben. Man nimmt dem Wein ja etwas weg und man muss halt aufpassen, dass man eben nicht nur den Alkohol wegnimmt oder eben wirklich tatsächlich nur den Alkohol wegnimmt und möglichst wenig von den Weinaromen verliert. Ja, bei der Ich würde sagen, dann machen wir einfach einen Rollentausch. Ich übernehme dann die Kamera und das Mikro und du probierst dann den Wein und beschreibst ihn. Jetzt zuerst. Ja bitte mach mal. Mach mal ein Glas. Können wir gerne machen, dass die Leute mich auch mal sehen. Nicht, dass sie einen Schock kriegen gleich. Ja, also ich war, hier ist schon mein Glas für dich. In interessanter Weise auch heute. Ich war nämlich heute auch tatsächlich bei meinem Friseur des Vertrauens, der auch meinen Bart nochmal gemacht hat. Farbe, vielleicht sagen wir mal kurz auf die Farbe. Auch die Farbe stimmt, oder? Ja, es ist ein helles, blasses Strohgelb mit leuchtenden Reflexen. Eine schöne, konsistente, feine Perlage. Ja, die auch anhält, die ist jetzt nicht, oben schäumt es nach wie vor. Es ist ein echter Schaumwein, kein Perlwein. Er hat auch hier den klassischen Pilzkorken als Konglomeratkorken mit einer Agraffe gesichert. Und ich würde es einfach mal sagen, probieren. Warte mal, ich mach mal eins, ich drehe jetzt mal vorsichtig die Kamera. Ich hoffe, dass das Licht auch langt, dass mein ebenartiges Gesicht. So, wie machst du das immer? Erstmal riechen, ne? Und das ist auch schon schön, weil der Wein duftet nämlich. Hast du eine Idee? Warte mal. Ich muss erstmal, jetzt bin ich ja hier überrumpelt. Ja. Erstmal wieder alles nivellieren. Ne? Ja, es ist anders. Du riechst das anders wie. Na, ich muss mal ein bisschen hier. Du machst das ja auch mal so, du verteilst das so ein bisschen, dass die Duftstäube. Boah, ist schwer. Also schwer? Es ist. Okay. Soll ich ein bisschen helfen? Warte. Ich probiere mal. Boah, so Mirabelle, so ein bisschen. Ja, Zitrus. Also gelbfruchtig auf jeden Fall. So ein bisschen Honig, Netzmelone. Hinten dran so ein bisschen Holunderblüten sind auch gut zu erkennen. Ja. So weiße Mandeln kommen ein bisschen raus. Also leicht nussige Aspekte. Aber letzten Endes, am Sekt riecht man selten so intensiv wie am Wein. Und deswegen einfach mal probieren. Jetzt holen der 2 Tropfen, machen mal den Mund voll. Du darfst ja trinken, ist alkoholfrei. Oh, was ein skeptischer Blick. Das ist ja der Hammer. Jetzt sollten langsam die Mundwinkel mal nach oben gehen. Die Säure, also was krasses ist die Säure. Also du anders wie bei dem Kindersekt hast du eine richtige Säure. Ja, das ist ja ein richtiger Wein.
Ja. Okay. Also, weißt du was, wir tauschen nochmal. Du beschreibst, also was mir fällt, der ist mundfüllend. Also ist wirklich... Ja, also wirklich eine tolle Fruchtaromatik. Das macht schon Laune. Und das ist definitiv Weingeschmack. Ja. Aber ohne diese negativen, weißt du, nicht so dieses... Ja, ist nicht aufgepeppt süß, ist nicht aufgepeppt aufdringlich. Ja, es ist aber auch nicht flach und leer hinten dran. Was hast du, wir tauschen mal und du beschreibst mal gerade. Also erstens muss ich sagen, was mir schon mal sehr gut gefällt, ist, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel rausgehst, den Leuten auch in echten Wein anbieten kannst. Das ist ja oft so, weißt du, die wollen dann auch mittrinken. Vielleicht haben die früher auch mal Wein getrunken. Ja, also viele. Das ist ja häufig bei Empfängen so, dass es immer einen Teil Menschen gibt, die eben jetzt keinen Alkohol zu dem Zeitpunkt trinken wollen oder auch nicht dürfen, nicht können, sei es Schwangerschaft, sei es medizinisch bedingt, dass sie Medikamente nehmen. Und dann wollen die aber trotzdem mit anstoßen. Ja? Und wenn man dann wirklich eine gute alkoholfreie Alternative hat, dann nippen die nicht nur dran und stellen das Glas irgendwann heimlich weg, sondern dann trinken die es leer. Und genau dafür ist... Also er schmeckt total lecker. Ja. Ich habe bloß immer Angst, wenn er denn gut schmeckt. Ja, definitiv Holunder. Also die Holunderblüten, also das ist... Ich hatte eben, also... Saftig, wirklich. Toller Fruchtauftakt. Mirabelle, gelber Apfel. Du hast hinten dran auch so harte, kräutrige Noten. Mhm. Die Perlage ist fein, die trocknet den Mund nicht aus. Die ist nicht stumpf oder kratzig, sondern wirklich umfließt elegant den Gaumen und ist einfach, bleibt da, bleibt präsent im Geschmack. Ja, also der Martin hat einen Kollegen von mir, den Markus Del Monego, seines Zeichens zweiter deutscher Master of Wine, aber auch Sommelier-Weltmeister, um eine Beschreibung gebeten und eine Qualitätseinschätzung gebeten. Und der Markus war total euphorisch und hat diesem Wein sogar 90 Punkte verliehen. Als nicht-alkoholischer Wein? Ja, als nicht-alkoholischer Wein. Und er sagt, das ist endlich mal etwas Überzeugendes. Und das kann ich wirklich nur unterstreichen, was der Markus da geschrieben hat und dazu gesagt hat. Wir empfinden das alles natürlich immer ein bisschen anders, aber ich stimme mit seiner Einschätzung überein, das ist das erste wirklich überzeugende alkoholfreie Sektprodukt aus Deutschland, das ich kenne. Es schmeckt nicht wie, ich sag mal, die typische praktisch Apfelsaftschorle, die sich alle bestellen, weil sie dann irgendwas im Glas haben möchten. Sie schmeckt ganz anders. Es ja, hat so Apfelsaftschorle, dann das schmeckt am Anfang lecker, ja, aber es ist einfach süß. Und irgendwann macht diese Süße satt. Also spätestens nach dem ersten Glas 02 Apfelsaftschorle mag ich keins mehr trinken. Ja? Und ist so eher so pappig im Mund. Ja, und es ist auch eindimensional. Es hat keine Komplexität. Es hat vordergründig viel Apfelaromatik. Ja, das ist nett, das ist sauber, das ist erfrischend. Ja, wenn es draußen heiß ist und das Getränk ist schön gekühlt, dann passt das wunderbar. Aber hier habe ich schon eine ganz andere Welt. Was ich krass finde, wenn du jetzt zum Beispiel einen Schatz hast wie meine Frau, trink mal. Die mich sowieso schon die ganze Zeit anmacht, warum ich nur Alkohol trinke. Und dann kriegt die aber jetzt als Pendant mal ein Produkt, wo sie wirklich dann sagt, also ich nehme auf jeden Fall mal eine mit, wir testen die mal. Und was ich cool finde bei so typischen Empfängen, Hochzeiten. Jetzt hast du ja genug Leute, die wollen, wie du eben gesagt hast, die wollen auch so ein bisschen Stil haben beim Öffnen. Wenn die das hier öffnen, dann werden auch viele kommen und fragen, was ist denn das? Weil es gibt ja im Moment, gibt es überhaupt alkoholfreie Sekte? Ja, da gibt es schon einige. Also das ist jetzt nicht so, dass es etwas komplett Neues wäre. Nein, das gibt es schon seit vielen Jahren. Die Kellerei Jung in Rüdesheim beispielsweise hat sich auf alkoholfreie Sekte spezialisiert und macht das auch ganz gut. Aber das ist alles verglichen mit dem hier, ist das schon auf einem deutlich niedrigeren Qualitätsniveau. Hier liegen wir leider Gottes auch preislich ein bisschen höher als das, ja, als der standarddeutsche Sekt. Und es ist einfach der Anspruch des Winzers, eine tolle Qualität ins Glas zu bringen. Das ist ihm hiermit gelungen. Und dann darf er auch ein bisschen mehr kosten. Der kostet normalerweise 12,95. Aber weil wir ihn vorstellen wollen, wir sagen, hey Leute, kommt,
schaut euch das Ding an, ja, dann machen wir den einfach mal 2 Euro günstiger und dann kostet er 10,95 und das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Man muss auch dazu sagen, das Weingut, da, das entspricht ja wirklich auch deiner Ankündigung zu Beginn des Videos, ist nun mal Spitzenklasse. Also der Martin Corell, was hat er zum Beispiel für Top-Weine, die dir jetzt noch in Erinnerung waren? Ach, jede Menge. Guck mal hier, da gibt's die Kellerkiste. Nicht die Kellerkiste, sondern die Löwenkiste. Natürlich der Kellerkiste, so ein bisschen nachempfunden vom Klaus-Peter Keller. Aber der Martin macht allererste Sahne Rieslinge, ja, und das Kreuznacher Paradies beispielsweise, das ist ein Wein, den wir jetzt schon seit Jahren führen. Der 20er war auch Sieger des Feinschmecker Cups als bester deutscher Riesling. Das ist mega cool, was der macht. Und dann hat er die ganze Nahe entlang, du siehst hier Felsenberg, Schloss Böckelheim, ja, im Honigberg. Das ist ein Topf. Norheimer Pirschek, eine grandiose Lage. Niederhäuser Klamm, Norheimer Delschen. Das ist einfach ganz großes, ganz, ganz großes Riesling-Kino, was der macht. Er macht eine Cuvée, die nennt sich von den ersten Lagen. Also er darf, früher hieß er mal von den großen Lagen, das darf er nicht draufschreiben, weil er halt kein VDP-Winzer ist und das hat er dann respektiert. Aber ich bin mir sowieso sicher, über kurz oder lang wird er auch im VDP nahe ein wichtiges Mitglied werden. Was ist denn VDP? VDP ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Das ist die Crème de la Crème der deutschen Winzerelite. Und da kommt man nur rein, wenn man über viele Jahre exzellente Qualitäten gemacht hat, seine Kollegen überzeugen kann, dass man da auch aktiv mitarbeitet und die Weine für sich sprechen, Konstanz in der Qualität, aber auch sich orientiert an den Qualitätsvorgaben, die der VDP macht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Martin Corell über kurz oder lang da Fuß fassen wird. So, jetzt sehen wir das. Er heißt Little Lion Zero von Martin Corell, ist der Wein des Monats Januar 2024. Ich finde es eine schlaue Frage. Was hat denn das Little Lion überhaupt zu bedeuten? Was hat denn das Little Lion zu bedeuten? Ah, hast du nicht mehr in Erinnerung. Warte mal, ich überlege mal. Der kleine Löwe. Ja, genau. Nee, ich komme aber also, gerade nicht drauf. Die Corells, die kommen ja aus Spanien. Und das war so im 14. Jahrhundert, waren die dort am Hof und haben für ihr Familienwappen den Löwen zugesprochen bekommen. Ja, bekamen nicht viele Menschen, aber die Familie ist dann im 18. Jahrhundert nach Deutschland ausgewandert, kam nach Bad Kreuznach an der Nahe und nach wie vor ist der Löwe Bestandteil des Familienwappens und damit spielt der Martin Corell auch so ein bisschen und die kleinen Weine heißen halt Little Lion und zeigen, dass das auch nicht nur aus eigenen Reben stammt, sondern auch von Kollegen ist und alle anderen haben dann den großen Löwen drauf. So, ich zeig mal, bitte mal drehen. Es gibt eine Besonderheit bei diesem Wein, es ist einer der ersten Weine. Du weißt vielleicht, dass ab Anfang Januar die Autos jetzt alle anfangen zu piepsen, wenn du zu schnell bist und du kannst es nicht mehr abstellen. Also okay. Das ist bei den neuen Autos drin. Das kommt von der EG, die EU hat da so eine, also ich komme mal noch aus Zeiten, nächstes noch EG, ja, und dann... da steht jetzt mittlerweile nicht nur noch irgendwas drauf, sondern da sind alle Zutaten drin. Ja, und auch die Nährwertangaben. Das ist halt verpflichtend. Jetzt ab 1.1. meine ich, ist der Stichtag. Dann muss das draufstehen auf den Etiketten aller neuen Weine. Natürlich nicht von den älteren Weinen, das ist klar. Aber ab diesem Datum müssen alle neu abgefüllten Weine eben diese Nährwertangaben drauf haben. Ob das sinnvoll ist, ich stelle es mal mit einem Fragezeichen in den Raum. Wenn die EU meint, das ist wichtig, dann nehmen wir es einfach so hin und kommunizieren das. Aber ich glaube, das machen sich nicht so allzu viele Menschen Gedanken. Was ich auch krass finde, sowas. Also stehen auf jeden Fall die Sachen drauf, die eventuell für irgendwelche Allergien sorgen könnten. Das ist vielleicht mal ganz gut. Auch natürlich der Konservierungsstoff Schwefeldioxid ist, glaube ich, in jedem Wein drin. Das steht ja schon immer oder schon seit vielen, vielen Jahren auf den
Etiketten enthält Sulfite. Und das ist halt eben nichts anderes als Schwefeldioxid. Aber der Rest zum Beispiel Salz steht auch drin und so weiter. Da, ich glaube, in jedem Wein ist ein bisschen Salz drin. Ja, oder? Natürlich, das sind die Mineralien. Okay, ich verstehe, aber steht jetzt auch, also da muss man keine Angst haben. Was ich sensationell finde, ist, wenn du jetzt ein großes Ereignis hast, wie zum Beispiel jetzt einen runden Geburtstag, eine Hochzeit und packst da diesen alkoholfreien Sekt aus. Ich glaube, der wird einen riesen Anklang finden. Was ich aber noch viel cooler finde, und das wäre, darf man den auch mischen mit zum Beispiel anderen Sekten, wenn ich sage, ich will aber einen haben, der mich aber nicht so hart trifft? Oder wäre das ein Frevel? Dass man sagt zum Beispiel 50-50 alkoholfrei? Ich bin da völlig unpragmatisch. Völlig pragmatisch. Ich sag, erlaubt ist, was gefällt. Ja, und wenn jemand der Meinung ist, er muss das mit Orangensaft mischen. Nein, jetzt nicht O-Saft. Oder das mit zum Beispiel anderen Sekten, die ja Alkohol haben, damit man wenigstens ein bisschen was drin hat. Ja, also erlaubt ist, was gefällt. Ich bin da kein Freund davon, entweder hopp oder top, ja, entweder richtig oder gar nicht. Aber das soll jeder handhaben, wie er will. Aber ich glaube nicht, dass sich da viele Menschen Gedanken drüber machen, sondern die einen wollen dies und die anderen das. So, und der Geschmack war ja ganz wichtig. Da hast du wirklich gesagt, das hast du jetzt probiert und es hat dich restlos überzeugt. Und das nochmal aus dem Wort eines Master of Wine. Wie viele sind denn jetzt noch da, Master of Wine? Oder hat uns der eine oder andere auch schon mal verlassen? Ja, natürlich. Also erst einmal gibt es das Ganze ja schon seit 70 Jahren. Völlig normal, dass dann auch im Laufe der Zeit der eine oder andere verstirbt. Wir bekommen auch von jedem Einzelnen, der das Zeitliche segnet, dann auch den Hinweis, dass jemand verstorben ist. Wir verabschieden uns dann in Gedanken auch von den Kollegen. Es wird auch immer bekannt gegeben, wo die Trauerfeier stattfindet, weil die ersten Masters of Wine alle aus England waren, ist es natürlich auch eben meistens in England. Aber es ist tatsächlich so, es stirbt immer mal wieder einer weg. Das ist ein Studium. Also jetzt ist das ja so, das ist jetzt nicht die ganz große Uni, zum Beispiel Harvard oder so, sondern es ist eine spezielle Uni, die ist in England, die wurde dort gegründet. Und da lernst du alles über das Thema Wein. Das Studium dauert mehrere Jahre. Ja, es ist keine offizielle Universität, sondern es ist ein wissenschaftliches Institut. Das nennt sich auch Institute of Masters of Wine und nicht University. Und dort wird aber sehr, sehr profund und mit extrem hohem Anspruch halt vermittelt, Wissen vermittelt. Aber die Menschen, die dort einschreiben und diese Mühen auf sich nehmen, die geben sich auch alle Mühe, um das Ziel letzten Endes, die Prüfung zu bestehen, zu erreichen. Ja, das hat lang gedauert. Du hast jahrelang gelernt, das ist kein Scherz. Deine Frau war sogar die Mitleidende, wo du erzählt hast, du hast im Keller dann probiert, du hast unglaublich viele Weine probiert. Und jetzt kommt konkret meine Frage. Es gibt wie viele Master of Wine in Deutschland? In Deutschland 10. Österreich? Meines Wissens 1, 2, 3, mindestens 3. In Luxemburg ein? Nein, Luxemburg gibt es keine. In Frankreich gibt es auch eine. In Frankreich gibt es einige mittlerweile, ja. Okay, es ist so. Meinst du, das wird irgendwann mal auf dem Speiseplan stehen des Studiums beim Master of Wine, dass man alkoholfreie Weine auch bewertet und testet? Und, definitiv. Ja. Alkoholfreier Wein ist Wein. Ja, ist ja klar, aber damals, ich nehme an, zu dem Zeitpunkt, wo du das Studium noch gemacht hast. Da gab es das zumindest in der Prüfung definitiv nicht, aber es war schon immer ein Thema, wie kann man Alkohol reduzieren oder ganz aus dem Produkt herausfiltern. Ja, das gab es schon immer. Das ist spannend. Also es schmeckt überhaupt nicht wie diese, was du immer hast, du hast bei einem alkoholfreien Bier immer so einen ganz komischen, ich weiß nicht, so eine Art Hopfengeruch, der eindeutig ist, der dir sagt, das ist ein alkoholfreies Bier. Das schmeckst du hier gar nicht. Eine gewisse Süße hinten dran, weil mit dieser Filtration einhergehend natürlich auch ein Aromenverlust verbunden ist. Und da trifft es vor allen Dingen die Bitteraromen, die Hopfenaromen. Und deswegen schmeckt alkoholfreier. Schmeckt ein bisschen lascher. Das Bier immer so mit einem kleinen Touch Süße. Ja. Okay, und das ist hier aber gar nicht so. Es ist ein ganz neues. Das ist einfach so. Auch beim alkoholfreien Bier war das von Anfang an erstmal schwierig. Aber das wurde dann im Rahmen der Qualitätsoptimierung wurde auch das Verfahren immer besser, immer
immer moderner, immer verfeinerter und präziser. Und auch beim alkoholfreien Bier ist es mittlerweile ja so, natürlich schmeckt man, dass es alkoholfrei ist, aber man kann es gut trinken, es ist erfrischend. Und wenn man gerade Auto fahren muss, ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn man einen guten Geschmack hat, aber eben keinen Alkoholanfluss. Ja, also bin überrascht heute. Du hast mir das nicht erzählt, also dass du einen alkoholfreien Sekt als Wein des Monats machen möchtest. Man muss ja nicht immer alles auf die Nase binden, oder? Ja, das stimmt. Ja, ein kurzes Video. Also nochmal, der kostet normal 12,49. 12,95. 12,95. Im Januar vom 1. bis zum 31. Januar 10,95. Also 10,95 für ein Erlebnis, bei dem ihr auch einen Plop kriegt, richtig, beim Öffnen? Ja, definitiv. Es ploppt, es hat obendrauf eine ganz tolle Agaffe. Ja, muss er jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass das so ist. Und für mich war es eine große Überraschung, dass ich dann auch mal vor der Kamera stehen durfte und in die Kamera schauend. Aber ich muss sagen, du hast mich auch überrumpelt. Also es war dann immer ganz schwierig. Jetzt sieht man endlich mal auch den Kameramann. Sehr schön. Ja, wir sind bei Masterwein. Das Ganze unter masterwein.de. Und das ist was ganz Tolles. Du hast einen Online-Katalog entwickelt. Gerade eben war sogar einer der Chefs der Entwickler mit dabei, die das Ganze für dich programmiert haben. Mhm. Und hast du seit ein paar Jahren, das war nicht billig, muss man sagen. Die Entwicklung von so einer guten Software, die auch zuverlässig funktioniert, in Verbindung mit der Warenwirtschaft wird das abgeglichen. Du musst aber keine alten Kataloge mehr wegschmeißen. Und der Katalog ist nie alt. Die gedruckten Papierkataloge waren letzten Endes summa summarum teurer als das Investment in die digitale Entwicklung. Ja, trotzdem geht es nicht um Geld sparen, sondern es geht darum, dass immer mehr Leute mit dem Tablet die aufrufen digital. Jetzt hast du aber hier was Besonderes. Du bietest an, dass du auf Wunsch, wenn das mal gerade, wie oft kommt das vor, dass einer sagt, ich hätte ihn gerne ausgedruckt? Ach, das wird immer weniger. Also am Anfang waren das, sag ich mal, noch 10% aller Kunden, die eine gedruckte Version, eine Papierversion haben wollten. Und ja, das ist okay. Manchmal liege ich auch auf der Couch und blättere lieber, als dass ich irgendwie ja hier einfach nur alles so an mir vorbeifliegen lasse. Und ja, beides hat seine Existenzberechtigung, aber es werden immer weniger. Also wir haben mittlerweile höchstens noch 1-2 im Monat, die wirklich die Papierversion bestellen. Genau, und da bietest du nämlich auch an, das kann man, wenn man hier ist, auch mal sich ausdrucken lassen, aber es kommt weniger vor, aber ich kann es mir online abrufen. Meine, die nicht selber zu Hause ausdrucken, ja? Ich kann mir die sogar noch speichern. Es gibt Leute bei dir, die sich jeden Monat den ausdrucken, speichern, denn es verschwinden auch wieder Weine von dem Katalog, richtig? Ja, natürlich. Also immer, wenn ein Jahrgang ausgetrunken ist, kommt der nächste Jahrgang. Was selten passiert, ist, dass wir einen Erzeuger komplett auslisten. Es kommt aber auch schon mal vor. Aber in aller Regel kommen halt immer wieder neue Sachen dazu. So, was würdest du bei dem Wein Last But Not Least beschreiben? Zu was ist der geeignet? Auch mal, ich sag mal, zum netten Frauenabend vor zum Beispiel Netflix oder Männerabend? Also wär das möglich oder ist es hier Fisch oder was würdest du sagen? Also der Wein passt definitiv auch zu Fisch, ja, definitiv, weil er hat eine Säure, wie du schon festgestellt hast. Das passt alles von der Aromatik her, erinnert er so ein bisschen an Sauvignon Blanc, so ein Hauch Stachelbeere auch dabei. Das ist wunderbar und ich sehe aber das größte Einsatzspektrum wirklich in der Gastronomie für Menschen, die sagen, ich will zurzeit keinen Alkohol trinken, sei es jetzt während einer Feier, ja, Hochzeit, Kommunion, Geburtstag, Jubiläen und so weiter. Da wird der wahrscheinlich auch den größten Anklang finden. Ja, du hast ja auch viele, die bei dir bestellen, die Top-Gastronomen. Kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere den mit aufnehmen wird? Schon gelistet. Bei wem denn? Darf ich mal? Martin Stopp hat schon bestellt. Martin wer? Martin Stopp. In? Momentan in Elversberg im Tau, ehemaliger Zwei-Sterne-Koch, der auch die Ambition hat, die zwei Sterne wieder zu bekommen. Okay, dank dieses Weines wird ihm das sofort gelingen. Ja, vielen Dank und ja, frohes neues Jahr wünsche ich dir noch. Wir drehen zwar jetzt heute am, was haben wir heute, den 4. Dezember, aber es wird ja erst ausgestrahlt im Januar. Ich wünsche auch allen, die uns zuschauen, ein frohes neues Jahr und das wünschst du bestimmt auch, oder? Ja, frohe Festtage, lasst es knallen, guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start, alles Gute, bleibt gesund und
immer genug Durst und den passenden Wein dafür. Cool finde ich, wir müssen diesmal auch nicht sagen, trinkt mit Anbedacht wegen des Alkohols. Wein ist kein Rauschmittel, sondern er hat überhaupt keinen Alkohol. Tschüss Frank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.